Liebe Zuschauer, willkommen hier auf Neu1 zum aktuellen Neu1-Journal. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet oder reingeklickt haben. Und das sind unsere Themen. Kann der Betrachter nicht zur Kunst, kommt die Kunst zum Betrachter. Nach positiver Resonanz im vergangenen Jahr ist die Neubrandenburger Innenstadt derzeit einmal mehr als eine Kunstmeile gestaltet worden. Außerdem wollen wir Sie mitnehmen in den Wald. Dort begleiten wir eine Winterbodensuche und lassen uns diese von Fachleuten erklären. Ja, diese Dreharbeiten im Wald fanden lange vor unserem derzeitigen maskierten Pandemiealltag statt. Und aus eben diesem haben wir jetzt gleich ein aktuelles Streiflicht aus Neubrandenburg. In der Turmstraße hat Neubrandenburgs erstes privatwirtschaftliches Corona-Testzentrum eröffnet. Erik Schumacher, Inhaber der Marienapotheke, hat die Einrichtung ins Leben gerufen. Also auf die Idee sind wir gekommen, weil es in deutschlandweit Bewegungen gab von Apothekern, die sowas eingerichtet haben. Und jetzt hat auch in der Region, zum Beispiel in Demmin, der Herr Wetzel ein Zentrum eingerichtet. Und da habe ich mich ein bisschen mit ihm ausgetauscht. Ne? Und ich denke einfach, der Bedarf ist da. Ne? Mitarbeiter Michael Malte Stengel stellt sich zur Verfügung, um den Ablauf zu demonstrieren. Kurz und schmerzlos lautet hier das Motto, damit Kontakte und Verweildauer so gering wie möglich bleiben. Ein Abstrich aus der Nase. Das Ergebnis kann nach ca. 15 Minuten online abgefragt werden. Laut Hersteller liegt die Fehlerquote für falsch negative Ergebnisse bei 0,5%. Positive Testergebnisse werden ans Gesundheitsamt weitergegeben. Da steht es dann auch im Ergebnis drin, ganz klar, ne, dass es eben sein kann, dass man positiv ist und dass man sich persönlich in Quarantäne zu begeben hat und den Rest mit dem Hausarzt abklären muss, ne, dass eine PCR angeordnet wird. Und das sind im Prinzip zwei Tests, aber dann hat man auf jeden Fall die Gewissheit. Die Terminvergabe erfolgt online oder über die Marienapotheke. Ein Test kostet 40 Euro. Ab sofort ist das Testzentrum eröffnet. Ein positives Ergebnis im guten Sinne, die Tests der ersten Stunden fielen allesamt negativ aus. Kita 16 Uhr, Autowerkstatt 16:30. Alles klar. Wir hin. Kickboxen 17 Uhr. Ja, okay. Ah ja, heute Abend gehen wir zu den Schneiders. Was denn dieses Impfen? Der Impftermin. Das machen wir beide und dann gehen wir Eis essen. Ja. In den Innenstädten ist das sonst dort vorherrschende Geschäftstreiben ja derzeit weitgehend stillgelegt. Um dem Markt und der Turmstraße trotzdem etwas mehr Leben einzuhauchen, vielleicht auch etwas Ablenkung vom Alltag zu bieten, haben sich Künstler in Neubrandenburg etwas ausgedacht. Und zwar schon im ersten Lockdown 2020. Aber so erfolgreich, dass eine Kunstmeile in den Schaufenstern derzeit eine Neuauflage erfährt. Fotos und Bilder in den Schaufenstern geschlossener Modegeschäfte. Neubrandenburgs Innenstadt wird zum zweiten Mal zur Kunstmeile. Die Künstlergemeinschaft Kunstraum hatte schon vor einem Dreivierteljahr Schaufenster in der Turmstraße bestückt. Diesmal stellen 12 Künstler ihre Werke aus. Bei H&M auf dem Marktplatz sind es Paul Radatz und Günter Knob, die das Schaufenster des Modehauses neu gestalten. Sie gehörten zu den ersten, die im Frühjahrslockdown 2020 ihre Werke in die Innenstadt trugen.
Die Aktion stieß bei den Einzelhändlern auf ein positives Echo. Gute Voraussetzungen für eine Wiederholung. Es ist natürlich super, auch zu erfahren, dass die Leute darauf Lust haben, einen zu unterstützen. Und wir versuchen dann ja, falls was verkauft wird, auch wiederzugeben, indem wir den einzelnen Läden halt auch eine kleine Prozentzahl von der Summe halt wieder zurückgeben. Und das ist halt so eine kleine Win-Win-Aktion. Und für uns als Künstler natürlich immer noch mehr wert als für die Läden natürlich. Ja, finde ich super, dass das so umgesetzt wird. Ursprünglich wollten die beiden Künstler hier ihr Gemeinschaftsprojekt Kombinat zeigen. Eine Kombination aus Aktfotografie und Streetart. Akt war der Modekette jedoch zu gewagt. So sind es die Streetart-Motive von Paul Radatz, die hier ihre Ausstellungsfläche finden. Für die Kunstwelt ist es derzeit nicht leicht, das Werk dem Publikum zu präsentieren. Kann der Betrachter nicht zur Kunst, muss die Kunst nun zum Betrachter kommen. Wir haben momentan keine Galerien. Man darf ja Galerien wie auch Läden nicht öffnen. Und damit ist uns die Plattform genommen, unsere Kunst zu zeigen. Und hier hilft es den Ausstellenden, nämlich den Läden, dass die Leute kommen, oh, was gibt's Neues, die Schaufenster gucken und uns, um zu sagen, was wir machen. Und wir sind ja hier, man kann uns besuchen, man kann in die Studios kommen, aber eben halt alles nach der Corona-Zeit. Gewinnbringende Effekte hatte die Aktion bereits ganz unmittelbar. Ein erstes Kunstwerk fand schon wenige Stunden nach Aufstellung seinen Interessenten. Wichtige Einnahmen für die krisengebeutelten Künstler und ein guter Grund, die Aktion fortzuführen. Wer sein Auto liebt, fährt zu Renninger. Reifenservice, Felgenveredelung und Fahrzeugkomplettreinigung. In der Waschstraße ist immer dienstags Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Frauen zahlen für alle Waschprogramme 20% weniger. Renninger, alles für Ihr Auto. In der Nonnenhofer Straße 22 in Neubrandenburg. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Beiträge rund ums Wohnen in Neubrandenburg. Monatlich neu, zu sehen täglich. Hier auf Neu1, das Neuwoges-Magazin. Liebe Zuschauer, jetzt wollen wir Sie mitnehmen in den Wald. Wir begleiteten vor 5 Jahren eine Winterbodensuche. Sicher weiß nicht jeder, was das ist, also lassen wir es uns von den Fachleuten erklären und genießen ein paar Masken- und Corona-themenfreie Minuten in der Natur. Sibylle Posilek, Lutz Feibig und Feline Fischbach unterwegs im Forstrevier Neubrück bei Wuchkuhl. Es ist an diesem Tag schon der 2. Waldabschnitt, den die 3 Forstfachleute unter die Lupe nehmen. Seit den ersten hellen Morgenstunden sind sie im Einsatz. Winterbodensuche. Ein altes, aber bis heute bewährtes Verfahren, um das Vorkommen bestimmter Insekten zu überwachen. Na, wir suchen 10 Stellen hier auf dieser gesamten Fläche ab, die vorgegeben ist. Und eine Fläche beträgt 50 cm mal 1 Meter. Und da versuchen wir bis zu den Sandboden durchzukommen, dass wir dann alles absuchen können. Absuchen nach überwinternden Puppen und Kokons wie hier
vom Kiefernspanner. Schon in wenigen Augenblicken kommt da einiges zusammen. Wir haben jetzt 10 Kiefernspanner-Kokons und eine Kiefermuschel- und Plattenwespe gefunden. So, fertig die Stelle. 11 Funde auf einer Probefläche sind eine Überraschung. Bisher gab es nämlich kaum Funde in dieser Winterbodensuche. Immerhin handelt es sich dabei um Vorstadien von Insekten, deren Raupen sich von Kiefernadelgrün ernähren. Daher gelten sie als Schädlinge. Das eventuelle Auftreten in bedenklichen Größenordnungen sollen diese Voruntersuchungen rechtzeitig ans Tageslicht befördern. Schon die nächste Probefläche bestätigt den Trend in diesem Bereich. Hier haben wir 9 Kiefernspanner-Kokons und eine Kiefernbusch- und Blattwespe gefunden. Die Winterbodensuche widmet sich nicht nur Forstschädlingen, sondern überwacht auch das Vorkommen nützlicher und neutraler Insekten. Eine spätere Laboruntersuchung in der Landesforstanstalt Eberswalde ergibt zudem genauere Erkenntnisse über Geschlecht und Gesundheitszustand der Puppen und Kokons. Letztlich lässt all das wichtige Rückschlüsse über die Populationsentwicklung zu. Winterboden gesucht wird auf repräsentativen Flächen von 30 bis 70 Jahre altem Kiefernwald. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es für den Gesamtwald 467 solcher Überwachungsbestände. Innerhalb derer ist die Auswahl der einzelnen Probeflächen nicht dem Zufall überlassen. Na, das ist ein bestimmtes System, was wir haben. Das ist vorgeschrieben. Da geht man 25 Meter ungefähr in den Wald rein und geht dann alle 35 Meter entweder am Baum oder anderthalb Meter weg vom Baum und diese 10 Stellen einmal 5 hoch und 5 wieder zurück. So wird abgesucht. Und wenn dann zu viele gefunden wurden, wird dann nochmal eine Nachsuchung gemacht. Diese Nachsuche zeichnet sich auch für diese Fläche im Revier Neubrück schon ab. Es wird nicht die letzte Fläche sein, die Praktikanten Philine Fischbach, Sibylle Posilek und Lutz Feibig untersuchen. Bis am späten Nachmittag das Tageslicht schwindet, wird im Wald gearbeitet. Nicht nur an diesem Tag. Für wahre Naturliebhaber wohl ein Traumjob. Natürlich ist es auch anstrengend zwischendurch und es bleiben auch die Krankheiten nicht aus, dass man schnell mal einen Schnupfen hat bei diesem Wetter, wenn man immer draußen ist. Aber ansonsten ist es schön, an der frischen Luft zu arbeiten. Wer hat das schon? Ne? Natürlich hat man auch im Winter die Minusgrade, wo keiner dran denkt. Und im Sommer die Plusgrade extrem. Aber das steckt man dann mit der Zeit alles weg, wenn man über 30 Jahre im Wald arbeitet. 32 Schädlingsfunde zur Halbzeit auf dieser Suchfläche. Eine recht hohe Zahl, die nun Fachleute zu bewerten haben und die auch einmal mehr verdeutlicht, wie sich dieses alte Verfahren der Winterbodensuche als ein Frühwarnsystem noch immer unentbehrlich macht. Eine effektivere Methode ist bisher noch nicht gefunden. Diese 3 Winterbodensucher wird's wohl kaum stören. Ja, ob das Wetter dazu einlädt, selbst einen Waldspaziergang zu unternehmen, das erfahren Sie jetzt in den aktuellen Aussichten für die nächsten Tage. Das Wetter auf Neu-1 wird Ihnen präsentiert von der Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft Neuwoba.
Das Wetter auf Neu-1 wurde Ihnen präsentiert von der Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft Neuwoba. Hallo und herzlich willkommen im Autowaschpark Picobello. Ich bin Katja Nawrocki, Inhaberin und Geschäftsführerin vom Autowaschpark Picobello. Mein Betrieb gibt es seit 1994, welchen meine Eltern aufgebaut haben. Damals wie heute legen wir großen Wert auf Qualität. Aus diesem Grund habe ich im Oktober 2019 eine komplette Sanierung durchgeführt und eine moderne Waschstraße mit textilem Waschmaterial einbauen lassen. Bei uns kümmern sich 7 Mitarbeiter um Ihr Auto. Zusätzlich zur Autowäsche bieten wir ein umfangreiches Angebot an Reinigung und Pflege an. Dafür steht Ihnen unsere Pflegeabteilung zur Verfügung. Und zu guter Letzt haben wir seit 2003 ein eigenes Reisebüro, das Reisebüro Picobello. Das war das Neu-1-Journal, mit dem wir dann auch schon wieder den ersten Monat dieses Jahres verabschieden. Gleich im Anschluss gibt es noch Neuigkeiten aus der IHK Neubrandenburg in Faktor Wirtschaft TV und wir sehen uns dann noch, so Sie mögen, zum Wirtschaftsfenster MV wieder. Bis dann oder aber bis zum nächsten Neu-1-Journal. Machen Sie es gut. Tschüss. Über 400 Tiere in 100 Arten aus aller Welt sind hier im Tierpark Ueckermünde zu Hause. Die genaue Zahl ist dabei natürlich auch von der ein oder anderen Familienplanung abhängig. Das ganze Jahr lädt der Tierpark Ueckermünde groß und klein, jung und alt auf unvergessliche Erlebnis- und Entdeckungstouren ein. Sie werden schon erwartet. Und während auch schon mal ein Bewohner scheinbar etwas launisch reagiert, sorgen andere noch für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Löwen ganz majestätisch desinteressiert, der Pfau auf maximale Wirkung aus. Egal wann Sie den Tieren begegnen, es sind immer unvergleichliche Beobachtungen ganz aus der Nähe möglich. Dazu kann man auf Führungen und bei regelmäßigen täglichen Schaufütterungen auch noch viel über Tier und Umwelt lernen. Und auch der Spaß kommt im Tierpark Ueckermünde nicht zu kurz. Über das ganze Jahr verteilt stehen spezielle Veranstaltungshighlights auf dem Kalender. Für Pausen und Stärkung, die das großzügige Areal dem Besucher durchaus abverlangen kann, stehen gastronomische Angebote der Tierparkgaststätte oder der Affenschenke bereit. Diese ist mitten auf dem Gelände, gerade bei den kleinen Gästen, sehr beliebt. Na, macht das nicht Lust auf mehr? Der Tierpark Ueckermünde wartet auf Sie. Das ganze Jahr.